Um das neue Wiegeprotokoll beim Cargo Profi Frontlader nutzen zu können, gehe ich immer erstmal hin und gehe in meine Cargo Profi Seite, nehme entsprechende Einstellungen vor, wie beispielsweise hier die Zeit, quasi wie lange ich Zeit habe, bis er die Werte übernimmt, wenn ich gewogen habe, also wie lange ich quasi mich entscheiden kann, und die Abweichung vom Zielgewicht sozusagen. Kann ich aber mal 110 Kilo jetzt einspeichern. Gehe dann zurück und gehe dann in mein Wiegeprotokoll. Immer wie du Protokoll kann ich natürlich irgendeins hiervon auswählen. Ich nehme natürlich jetzt einfach mal die Nummer 1 hier, kann da auch irgendeinen Namen eingeben. Machen wir einfach mal Video. Bestätigen das und dann müssen wir natürlich das Ganze auch starten. Dann sehen wir hier, dass Target, sprich Zielgewicht, nicht mehr ausgegraut ist. Wir können das Ganze schon mal anschalten, können dann hier ein Zielgewicht eingeben von beispielsweise 500 Kilogramm, bestätigen das und dann sehen wir auch hier direkt, dass es ein Zielgewicht gibt und noch ein Restgewicht sozusagen, bis wir das Ziel erreichen. Also quasi 500 Kilo brauchen wir natürlich noch, um die 500 Kilo zu erreichen, logischerweise. Wenn wir jetzt hingehen und einmal die Wiegefunktion einschalten, ich habe also schon was in der Schaufel, betätige meinen 3L-Joystick so, dass ich das Ganze einmal eben wiege, dann sehen wir gleich, dass hier unten ein erstes Gewicht angezeigt wird, sobald wir das haben. Also es wird jetzt erstmal gefragt, ob das jetzt so passt, ob wir das Gewicht übernehmen wollen. Der Balken ist grün, weil wir unterhalb von unserem eingegebenen Gewicht sind und auch quasi die Toleranz von 110 Kilo quasi nicht überschreiten oder unterschreiten. Und jetzt zeigt er uns an, wir haben 454 Kilogramm mit der ersten Schaufel gewogen. Hier sieht man das auch nochmal in Summe, weil war ja bisher nur eine Schaufel, und haben noch 46 Kilo Rest, die wir jetzt benötigen, um auf die 500 Kilo zu kommen. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal wiegen würden, also beispielsweise wir haben jetzt ausgekippt und wir tun jetzt einfach mal so, dass wir mit dem gleichen Gewicht jetzt nochmal die Schaufel voll haben, wiegen wir nochmal. Und dann würde jetzt gleich der Balken orange sein. Denn wir sind über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben jetzt 909 Kilogramm. Also ein Plus von 455 Kilogramm. Sind außerhalb von der Differenz von 110 Kilogramm und entsprechend 409 Kilogramm über das Ziel bereits hinaus. Und jetzt können wir theoretisch diesen Wert wieder abziehen, weil wir quasi diese 500 Kilogramm anpeilen wollen. Um das zu löschen, können wir die Schaufel jetzt so wie sie ist einfach lassen, wiegen nochmal. Gehen hier allerdings auf Minus, dass er das Ganze abziehen soll. Bestätigen das. Jetzt sagt er, die dritte Wiegung ist ein Minus von 455. Wir haben also im Prinzip die zweite Schaufel wieder ausgeglichen. Haben also 46 Kilogramm, die jetzt noch über sind. Ich kippe jetzt mal ein bisschen was aus. So, und wenn wir das jetzt nochmal wiegen, dann sieht es so aus, dass wir jetzt bei 536 Kilo sind. Wir haben also 82 Kilo in der Schaufel, ist quasi in dem Bereich von 110 Kilo drüber, über den 500, also alles im grünen Bereich. Wir können also bis 610 Kilo sozusagen gehen, dass es noch im grünen Bereich ist. Also wir sind quasi 36 Kilo über den 500, falls ihr versteht, was ich meine, aber trotzdem noch im grünen Bereich. Und jetzt haben wir quasi diese Fuhre abgeschlossen. Jetzt können wir das Ganze pausieren, allerdings nicht ganz einfach exportieren. Da gibt es aber einen kleinen Workaround, und zwar könnten wir ja hiervon jetzt einfach einen Screenshot machen, indem wir einfach unsere Bildschirmwechseltaste gedrückt halten. So, jetzt sagt er Taking Screenshot. Und wenn wir jetzt quasi per Quick Link hier oben in unsere Konnektivität gehen, hier in intern filtern uns das Ganze nach Screenshot, und dann sehen wir schon hier, dass wir jetzt quasi ein Foto davon aufgenommen haben, und jetzt können wir uns das Ganze auch theoretisch auf einen USB-Stick einfach rüberziehen, mit ins Büro nehmen und haben das Ganze abgesichert. Vielleicht auch noch ganz interessant, wenn wir in unserem Wiegeprotokoll sind und jetzt weiter wiegen würden und jetzt das Ganze auf Null stellen würden, also hier drüber null ich ja alles. Und wenn ich jetzt trotzdem wieder wiege, dann ist er hier bei 1526 Kilo. Wo kommen diese 1526 Kilo her? Ganz einfach, wenn wir in Cargo Profi gehen, sehen wir hier quasi, der Summenzähler ist auf 1526 Kilo. Also seit dem letzten Reset zählt er immer weiter hoch. Um das zurückzusetzen, müssten wir tatsächlich in der Cargo Profi Seite in die Einstellung gehen und das hier nullen.
Und dann sehen wir auch im Wiegeprotokoll, dass hier nur noch 80 Kilo drinstehen.